Ja, hallo. Ich bin froh, dass ich nicht auschecken muss, sonst hätte ich jetzt nochmal weggemusst. Ja, ich habe gestern mit Erschrecken festgestellt, dass ich irgendwo auf dieser Speaker-Tafel mit drauf stand und war gezwungen, irgendwie eine Präsentation vorzubereiten. Und ja, die ist eben gerade fertig geworden und von daher an zwei Dinge konnte ich mich noch dunkel dran entsinnen. Ich sollte irgendwie keine Werbung machen und ich sollte dieses Logo einbinden. Ein kleines Fail, ich muss es ein wenig ändern. Und zwar, ja, ich habe mit Nagios überhaupt nichts zu tun. Ich mache was mit OpenNMS. Bin in der OpenNMS-Community halt relativ viel tätig und beschäftige mich da viel mit den Leuten mit Entwicklung. Hatte auch schon die ein oder andere Konferenz besucht und letztens war ich in Bern gewesen und da war so eine Herstellerkonferenz und die hatten so tolle Disclaimer-Seiten vor ihren Präsentationen. Wo sie sich halt von allen Content frei machen, den sie halt präsentieren. Und da habe ich mir gedacht, sowas brauche ich auch. Also ich kann nur warnen, in der Präsentation wird Java und XML vorkommen. Das ist jetzt die letzte Gelegenheit, den Raum fluchtartig zu verlassen. Bin nicht darin interessiert, OpenNMS in irgendeine andere Sprache zu portieren wie Java. Und ja, wenn ihr mit eurer Monitoring-Lösung zufrieden seid, dann könnt ihr euch entspannt zurücklehnen, weil ich verkaufe keine Software. Was gibt es zu OpenNMS zu sagen? Ja, das da oben ist ein Marketingspruch, brauche ich nicht wiederholen, findet man auf der Webseite und auf 1000 Konferenzseiten. Das Wichtige ist, OpenNMS ist zu 100% Open Source, es gibt keine Community Edition. Alles, was in Projekten passiert, landet im Git-Repository von OpenNMS und wird unter GPL gestellt. Wer von euch hat OpenNMS schon mal deinstalliert? Okay, wer hat's installiert? Wer hat's schon mal ausprobiert? Wer kennt's? Sechs, sieben Leute. Ja, ist nicht so viel. Wer ist dabei geblieben? Wow, cool. Nicht schlecht. Für die, die es nicht kennen, also OpenNMS ist eine reine Java-Applikation. Sie liefert den Jetty als Application-Container mit. Das heißt, die Web-Applikation läuft in einem Servlet-Container. Wir liefern halt, wie gesagt, den Jetty mit, kann man auch einen Tomcat nehmen. Das heißt, die Web-Applikation ist getrennt. Wir speichern unsere Daten über Events, über Nodes, die wir so haben. Unsere Inventardaten schreiben wir in eine Postgres-Datenbank. Alles, was Langzeitdaten sind oder Langzeitinformationen sind, landen in RD-Daten, also in RD-Tool. Oder alternativ in JRobin. JRobin ist eine Java-Implementierung von RD-Tool. Das hängt halt damit zusammen, dass RD-Tool ein paar Probleme mit Nebenläufigkeit hatte. Aber prinzipiell im OpenNMS geht beides, also der Benutzer hat die Wahl. Wo sieht sich OpenNMS eigentlich selbst? Also prinzipiell im automatisierten Discovery. Das heißt, OpenNMS ist relativ stark, was das Discovery von Netzwerkkomponenten angeht. Ist sehr gut. Es hat einen guten SNMP-Support, der ist sehr weit ausgebaut. OpenNMS hat einen relativ starken starkes Event- und Notification-Management. Das heißt, die Architektur unterscheidet sich bei OpenNMS relativ stark von den Tools, wie es die Nagios-Familie so hat. Das heißt, OpenNMS baut auf einem Eventbus auf und auf diesem Eventbus hängen halt verschiedene Daemons und die kommunizieren über den Eventbus. Also das heißt, die Architektur ist halt an der Stelle grundsätzlich anders. Da haben die meisten, die halt von Nagios oder aus dieser Nagios-Welt kommen, erstmal ein bisschen eher Verständnisprobleme, das zu durchdringen. Ansonsten ist es relativ gut, was es Service Assurance betrifft. Das heißt, alles, was das Polling von Diensten, Anwendungen, sei es über SNMP, WMI, HTTP, SMTP, also diese ganzen Dinge, kann OpenNMS auch sehr gut, da es halt einen guten Support für Parallelität mitbringt. Ein anderer Punkt ist das Performance Measurement. Das heißt, alle Daten, die im Netzwerk für Leistungsdatenerfassung gemacht werden, die werden im OpenNMS auch sehr gut unterstützt. Das heißt, wer gestern den Vortrag vom Sebastian Hall gesehen hat mit CollectD, der hat eigentlich alles vorgestellt, was OpenNMS mit in der Data Collection mit drin hat. Also das heißt, CollectD
RRD-Cache, die und diese ganze PNP-Geschichte für die Visualisierung von RRD-Graphen, die steckt im OpenNMS mit drin. Wo wird OpenNMS eingesetzt? Prinzipiell kann man sich so vorstellen, dass man im Netzwerk ja verschiedene Protokolle unterstützen muss, um halt Monitoring machen zu können. Da gibt es zwei Sachen. Also man kann halt einmal passive Events verarbeiten, das heißt irgendwas, wie was irgendwie SNMP-TREP heißt oder Syslog. Oder ich will halt irgendwie eigene Anwendungen einbinden, dann kann ich halt auch XML-nativ in OpenNMS XML-Events nativ in OpenNMS reinschieben. Das andere sind halt alles, was das Polling angeht. Also beim Nagios wären das halt alles, was diese Service-Checks betrifft. Also das aktive Polling vom Monitoring-Server. Da werden halt im OpenNMS halt verschiedenste Protokolle unterstützt. Das heißt, die bringen halt Protokolle mit, um SNMP-Polling machen zu können. JMX, HTTPS, also alles, was man eigentlich braucht, um Anwendungen oder halt Dienste im Netzwerk monitoren zu können. Was für die Nagios-Leute relativ interessant sein kann, dass halt NRPE und NS-Client halt nativ mit unterstützt wird. Ja, als zweites, wie versionieren wir? Also wir haben halt im Prinzip ein einfaches System. Die stabilen Versionen sind immer 1.8, das sind immer gerade Zahlen, das heißt, die sind immer für den Produktivbetrieb freigegeben. Alles, was unstable ist, hat eine ungerade Versionsnummer. Die nächste Stable wird aktuell die 1.10 werden. Der Weg von 1.8 bis 1.10 werde ich kurz darauf eingehen, was sich da so grob geändert hat. Und Bleeding Edge ist quasi die 1.11. Das ist der Master Branch im Git. Bei uns läuft alles im Git. Wir haben alles in einem Git-Repository. Wir haben dazu halt die es halt auschecken wollen über den Source Code. Wir haben drei Main Branches im Git. Das heißt, es gibt einmal einen Origin 1.8 Branch, der führt quasi alle Änderungen, die halt in der Version 1.8 laufen. Das heißt, alles, was in die Stable-Version reingeht, sind meistens nur Bugfixes. Der Master Branch ist quasi der, der die 1.11 darstellt. Und es gibt dann noch einen zweiten Branch, der ist dann für die 1.10, also quasi für die nächste Stable-Release, wird der quasi geführt. Das heißt, da fallen die 1.9 Release-Kandidaten für die nächste Stable-Version raus. Wir können dann halt Bugfixes halt zwischen diesen Branches halt auch hin und her mergen. Das heißt, man kann dann halt, wenn man merkt, okay, man fixt irgendein Problem in einer 1.11, kriegt man das über Git relativ einfach auch in die anderen Versionen rüber. Was hat sich getan von der 1.8 auf die 1.10? Wir haben eine größere Änderung. Wir sind nicht mehr GPLv2, sondern GPLv3+ geworden. Das hängt damit zusammen, dass wir halt sehr viele Apache-Libraries verwenden und die waren nicht kompatibel. Zusätzlich ist IPv6-Support in OpenNMS 1.10 reingekommen. Da wir sehr schwer im Telco-Bereich unterwegs sind, war das eine relativ harte Anforderung, IPv6 zu supporten. Im OpenNMS war es ein bisschen mehr Aufwand, weil wir halt viel in Datenbanken machen. Das heißt, die ganzen Datenmodelle mussten geändert werden, das war relativ viel Arbeit, IPv6 zu implementieren und prinzipiell sind wir da echt happy, dass das halt soweit jetzt funktioniert hat. Als zweites kommt Jules ins Spiel. In der Version 1.10 wird Jules als Correlation Engine für Events wieder implementiert werden. Das ist von JBoss eine Regel-Engine, um Events zu korrelieren und Regelwerk auf Events zu unterstützen. Das heißt, man kann seine eigenen Regeln schreiben und die in Jules eigene Regelwerke schreiben und die dann halt implementieren. Als weiterer Punkt, wir werden verstärkt auf GWT gehen in der Web-UI. Das ist für viele nicht so sonderlich toll, weil die meisten, ich sag mal, Admins oder Entwickler, die OpenNMS einsetzen oder benutzen wollen, haben da, ich sag mal, eine kleine Technologiehürde drin. Aber für das OpenNMS Core Team ist es relativ entscheidend, dass wir eine Technologie verwenden, die gut testbar ist und die sehr gute Unterstützung in den Browsern besitzt. Und mit GWT haben wir halt eine gute Möglichkeit, asynchrone Web-UIs zu bauen und den Browser-Support optimal auszunutzen. Das heißt, für uns fällt an der Stelle das ganze JavaScript weg und wir können halt gut JUnit-Tests gegen die Web-UI schreiben. Das ist uns relativ wichtig.
Ansonsten, das Provisioning hat sich extrem weiterentwickelt, also wie Geräte im OpenNMS bereitgestellt werden. Und wir haben halt noch ein paar kleinere Tweaks gemacht, um die Konfiguration und die Wartung ein bisschen zu verbessern. Ansonsten gibt es einen relativ interessanten Branch in unserem Git-Repository, der beschäftigt sich mit Inventarisierung. Wer da Lust hat, kann sich das mal auschecken. Das heißt, es gibt einen Inventory-Daemon, der über WMI verschiedene Assets aus Windows-Umgebungen discovered und in der Postgres-Datenbank speichert. Ansonsten hatten wir in der Version 1.8 Komponenten aus XJS drin. Die sind rausgeflogen, weil die zur GPL nicht kompatibel sind. Das heißt, die werden halt nach und nach durch GWT ersetzt. Im Rahmen des World IPv6 Days haben wir halt noch ein paar weitere Veränderungen gemacht, was DNS und HTTP V4, V6 Monitore angeht. Da haben wir halt ein paar Sachen noch verbessert und ein bisschen einfacher gemacht. Und es ist ein bisschen was zur Diagnose dazugekommen. Also das heißt, wenn man eine massive oder eine große Anzahl von Data Collection macht, dann haben wir so einen Instrumentation Log Reader implementiert, dass man halt sagen kann, okay, wie gut performt meine Data Collection für meine Geräte in meinem Netzwerk. Ja, ansonsten kann man noch sagen, ein paar sinnlose Zahlen, das kommt immer nicht schlecht. OpenNMS bringt von Haus aus 1974 unterstützte MIP-Objekte mit, super klasse. Das sind halt einfach MIP-Objekte von diversen Geräten, von Windows-Servern, Linux-Servern, Cisco, HP, Extreme Networks, die liegen alle direkt mit drin. Das heißt, wenn man OpenNMS installiert, werden die direkt mit supported. Das sind die, wo halt auch die Graphen gemacht werden können und Schwellwerte drauf angewendet werden können. Ansonsten hilft uns die Community halt dabei, diese ganzen Geräte zu unterstützen. Das heißt, die Community trägt dazu bei, dass halt diese ganzen Konfigurationen mit in den Source Code reinlaufen, beziehungsweise mit in die Konfiguration reinlaufen. Das andere sind halt Trap-MIPs. Das heißt, momentan supporten wir halt um die 14.000 MIPs, die halt vorkompiliert im OpenNMS drin liegen, die halt ausgelesen werden können. Ansonsten, seit der letzten OSMC 2010 wurden 2109 Commits in Master Branch gemacht. Das Diff ist erstaunlicherweise 42 MB groß, das finde ich cool. Die Zeilen-Code-Änderungen kann man eigentlich vernachlässigen, weil der ganze Boilerplate geändert wurde von GPL V2 auf V3, von daher kann man die Zahl vergessen. Worauf ich in der Präsentation ein bisschen eingehen will, ist heute auf das Provisioning und auf das Reporting, weil da haben sich eigentlich die meisten Dinge verändert im OpenNMS. Das ganze Thema, was Notifications, Data Collection und so angeht, das können wir dann wahrscheinlich dann mal auf einem nächsten OSMC dann machen. Provisioning, was ist eigentlich Provisioning? Unter Provisioning verstehen wir, wie wir Geräte oder Nodes in OpenNMS oder im Netzwerkmanagement überhaupt bereitstellen können. OpenNMS kommt eigentlich aus einer sehr großen, also meistens aus sehr großen Umgebungen. Das heißt, die Anforderung besteht darin, möglichst viele Geräte im Netzwerkmanagement bereitzustellen. Und das Problem, was dabei halt auftritt, es ändern sich auch relativ viele Dinge. Und OpenNMS braucht halt eine Möglichkeit, diese Änderungen halt auch im Netzwerkmanagement abbilden zu können. Und für diesen Fall haben wir uns den Provision-D überlegt. Der Provision-D ist halt ein einzelner Daemon, der nichts anderes macht, als halt Schnittstellen bereitzustellen und Geräte im Netzwerkmanagement bereitzustellen. Wie sieht das Ganze aus, wenn man in die OpenNMS-Web-Oberfläche reinkommt? Gibt es halt hinten so einen Punkt, der nennt sich unter der Administration Manage Provisioning Groups, und dann kann man sich da Provisioning Groups anlegen. Jeder, der jetzt von Ihnen sich irgendwie eine VMware runterlädt und das ausprobieren wird, wird relativ schnell feststellen, dass da jetzt irgendwelche Begriffe stehen, mit denen Sie nichts anfangen können. Die heißen dann irgendwie wie Detektoren und Provisioning Groups, Policies, Foreign IDs, Import Handler, und dann ist eigentlich der Punkt, wo man es eigentlich wieder deinstalliert. Ich mache es ein bisschen einfacher. Ich erkläre einfach mal ganz grob, was der Provisioning D eigentlich macht. Der kümmert sich eigentlich nur darum, wie gesagt, wie die Geräte im Netzwerkmanagement bereitgestellt werden. Das heißt, bei uns sind Geräte Nodes. Das ist ein bisschen eine abstrahiertere Betrachtung von einer Netzwerkkomponente. Die Node hat bei uns halt verschiedene Eigenschaften, hat IP-Interfaces, auch normale Interfaces, die keine IP-Adresse zugeordnet haben. Und auf jedem IP-Interface können halt auch Dienste entsprechend angeboten werden. Der Provision-D hat auch herauszufinden, ob das Gerät, was da gerade irgendwie
importiert wurde oder was angelegt wurde, ob das Ding SNMP unterstützt. Wenn das SNMP unterstützt, dann werden halt noch weitere Attribute discovered. Falls es das nicht tut, werden halt nur versucht, irgendwelche Dienste zu erkennen. Das ist dann auch der dritte Schritt. Der Provision D sorgt auch dafür, rauszufinden, welche Dienste laufen auf dem Gerät überhaupt und welche Dienste muss ich im Netzwerkmanagement bereitstellen fürs Monitoring. Die wichtige Unterscheidung: Er monitort sie nicht selbst, er findet nur raus, dass die Dienste da sind und stellt sie dann im Monitoring bereit. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Das heißt, das reine Testen, ob ein Service wirklich funktioniert, passiert an einer ganz anderen Stelle, komplett parallel und entkoppelt. Und weiterhin muss der Provision D halt eine Schnittstelle bereitstellen, um Geräte zu exportieren. Also das heißt, Geräteinformationen anderen Applikationen bereitzustellen oder zuzulassen, dass halt aus anderen Quellen Geräte importiert werden können. Ich habe euch dann dazu auch mal zwei Beispiele gemacht, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen. Wie sieht bei uns so ein Node aus? Relativ einfach. Es gibt einen Node, der hat halt ein Interface, könnte halt ein Switch, ein Server oder irgendwas sein. Auf einem Server sind meistens IP-Adressen drauf, bei einem Switch muss das nicht der Fall sein, der kann auch nur Interfaces haben, die keine IP-Adresse haben. Und auf jeder IP-Adresse, das können auch beliebig viele sein, können halt bestimmte Dienste angeboten werden. Und wie diese Services erkannt werden auf der entsprechenden IP-Adresse, wird halt über die sogenannten Detektoren halt rausgefunden. Das heißt, man kann halt Dienste halt über Detektoren erkennen lassen. Das heißt, ich kann halt sagen, okay, wenn auf der IP-Adresse irgendwas mit HTTP läuft, dann wird der HTTP-Dienst detektiert und wird so im Monitoring bereitgestellt. Wenn man das hier einmal durch hat, dann sieht man halt, okay, das Gerät hat jetzt irgendwie rausgefunden, dass sein SNMP läuft und dann fängt er halt an und guckt halt schon mal für den Node die entsprechenden SNMP-Informationen rauszuziehen. Das heißt, er versucht erstmal rauszufinden, was für eine Object-ID ist das, von welcher Klasse von Gerät ist das überhaupt, wo steht das Ding, welche Description hat er, also das sind die ganz standardnormalen SNMP-Informationen für ein Gerät. Der zweite Punkt, er zieht halt über SNMP halt auch die IP-Interfaces raus. Also das heißt, alle Interfaces, die auf dem Gerät angelegt sind, werden ausgelesen über die Standard-MIP-2-Interface-Table und die entsprechenden IP-Adressen dazu. Damit weiß dann der Provisioning Daemon überhaupt, welche IP-Interfaces sind überhaupt auf dem Gerät drauf und kann dann hergehen und sagen, okay, welche Dienste werden auf den entsprechenden Interfaces überhaupt angeboten und stellt die dann wieder im Monitoring bereit. Das Ganze sieht dann halt so aus, dass dann halt auf der IP-Adresse irgendwelche Dienste detektiert werden. Für die Detektoren gibt es halt eine ganze Reihe von Protokolle. Hier ist es halt zum Beispiel über SNMP einfach ein Prozessmonitor, der hier überwacht wird. Und die werden dann detektiert und dann im Monitoring, wie gesagt, bereitgestellt. Also wenn man sich irgendwas aus dem 1.9er Branch rauszieht, funktioniert das Ganze dann halt auch für IPv6. Das heißt, er detektiert halt auch alle eingerichteten V6-Adressen und macht dann halt letztendlich dasselbe Spiel nur für V6-Dienste. Welche Detektoren gibt es da alle? Also diese Detektoren sind eigentlich letztendlich nur einfache Java-Klassen. Diese Java-Klassen laufen in Thread-Pools. Das heißt, wir haben dieses ganze Mod-Gearman-Fork-Problem nicht, sondern ja, wir laufen halt komplett in Thread-Pools. Das heißt, wir haben für jeden Detektor eine Java-Klasse laufen und die werden halt entsprechend konfiguriert. Das heißt, ich kann halt sagen, okay, ich habe jetzt hier einen SNMP-Detektor und dann kann ich sagen, okay, welche OID oder welche Table sollst du detektieren? Kann dem halt entsprechend die Parameter mitgeben, konfiguriere den und dann kann ich dem Ding noch einen gescheiten Namen geben. Es gibt halt unheimlich viele Detektoren, die können halt auch erweitert werden. Also die Community ist dann halt auch immer dabei, irgendwelche Detektoren zu erweitern. Wir versuchen, die möglichst generisch zu implementieren, das heißt, möglichst konfigurierbar zu machen. Also bei uns unterscheidet sich das dann so ein bisschen wie beim Nagios gibt es eher so diese ganze Plugin-Geschichte. Bei uns sind das halt eher im System integrierte Java-Klassen, die halt möglichst konfigurierbar sein sollen. Wie sieht sowas aus? Mal als Beispiel für einen DNS-Monitor relativ trivial. Man legt halt hier einen Detektor an und sagt halt, hier mach mal ein Lookup auf www.google.de. Wenn du auf der IP-Adresse einen DNS-Lookup hinkriegst, dann detektiere bitte diesen Dienst und stelle ihn im Monitoring bereit. Kann man ungefähr vergleichen wie mit einem Dig-Add dann das IP-Interface und guckt, ob dann was zurückkommt.
Das heißt, damit habe ich halt die Möglichkeit, ich muss einmal einen Detektor konfigurieren und dann ist es mir eigentlich egal, auf wie vielen Geräten ich diesen Dienst laufen habe, er erkennt mir halt einfach automatisch. Das macht die ganze Sache relativ angenehm. Wie kommt das Ganze dann in der GUI zusammen? Ja, die GUI ist nicht so wirklich richtig geil, gebe ich zu. Von der Sache her ist es so, dass ich über diese Provisioning Groups kann ich genau festlegen, welche Geräte welche Detektoren überhaupt verwenden sollen. Das heißt, ich kann verschiedene Gruppen anlegen, kann da meine Geräte halt importieren oder einrichten und kann dann sagen, okay, für die Provisioning Groups sollen die und die Detektoren ausgeführt werden und die soll das und das Verhalten haben. Kleines Beispiel, wenn ich einen Haufen Switches oder Router habe, dann will ich da drauf kein SMTP detektieren, das heißt, dafür konfiguriere ich mir die Detektoren auch nicht. Also da konfiguriere ich mir nur die Detektoren rein, die ich auch wirklich haben will. Das heißt, ich kann das halt ein bisschen gruppieren. Für Server ist das dann wieder was anderes, da brauche ich möglicherweise wieder mehr Detektoren. Webserver brauchen andere Detektoren, wie Mail-Server beispielsweise. Also das heißt, ich kann da so eine Granularität reinkriegen, wie ich überhaupt diese ganzen Dienste erkennen will. Zusätzlich gibt es noch sogenannte Policies für dieses ganze Monitoring oder für das Provisioning gibt es Policies. Das heißt, da kann ich nochmal ein bisschen detaillierter Attribute mitgeben, wie genau zum Beispiel IP-Adressen oder Interfaces aus den Geräten importiert werden sollen. Für die Policies habe ich dann nochmal ein kleines Beispiel gemacht. Policies geben also quasi eine Möglichkeit oder nochmal eine Kontrolle, zum Beispiel welche IP-Adressen und welche Interfaces überhaupt in die Datenbank reingespeichert werden sollen. Es gibt zum Beispiel den Fall, wenn ich zu einem großen Telco komme und discover dann einen Router, da kann es halt sein, dass ein Router 300.000 Interfaces hat. Es kann sein, dass ich die nicht alle im OpenNMS drin haben will. Dann kann ich das über so eine Policy kontrollieren, welche Interfaces eigentlich im Monitoring bereitgestellt werden sollen. Zusätzlich kann ich an der Stelle auch festlegen, für welche Interfaces will ich zum Beispiel auch eine Data Collection machen. Das heißt, wenn ich jetzt 170 oder 200.000 Interfaces auf einem Router habe, dann will ich nicht auf allen Interfaces die Data Collection laufen haben, sondern ich kann halt eine Regel hinterlegen und kann sagen, okay, ich will nur für einen ganz bestimmten Interface-Typ oder für eine ganz bestimmte Interface-Klasse will ich Data Collection machen. Und das gibt halt die Möglichkeit, für viele Geräte eine Kontrolle zu haben, wie die im Monitoring abgebildet werden sollen. Als Beispiel, so sehen die halt aus. Ich habe jetzt mal so für jede Policy einfach mal ein kleines Beispiel gemacht. Das heißt, zum Beispiel oben gibt es halt irgendein Loopback-Interface, was irgendwie angelegt wurde. Das will ich im Monitoring nicht haben. Ich will es nur sehen. Das heißt, es gibt eine Policy, die heißt Unmanage. Das heißt, die wird zwar importiert in die Datenbank, wird aber nicht gemonitort. Das heißt, das funktioniert mit IP-Adressen und Regular Expressions. Das heißt, ich kann dann halt hergehen und kann halt diese IP-Adressen halt rausfiltern. Anderes Beispiel ist, ich kann Kategorien oder Gruppierungen setzen. Das heißt, ich kann über eine Policy die Möglichkeit geben und sagen, okay, alle Geräte, die irgendeine bestimmte System Object ID vom Typ Cisco haben, werden halt auch in eine Kategorie geschoben, die halt Cisco heißt. Das heißt, ich kann da schon mal so eine kleine Vorauswahl treffen, wie meine Geräte im OpenNMS auch gruppiert werden. Das heißt, beim Importvorgang kann ich die ganzen Informationen, die SNMP schon bereitstellt vom Gerät her, benutzen, um die Geräte im OpenNMS zu kategorisieren, ohne dass ich da irgendwas an Hand anlegen muss. Das dritte Beispiel ist die Data Collection. Das heißt, hier ist einfach eine Policy definiert, die nur eine Data Collection durchführt für Geräte, wo Uplink im Interface-Alias drin steht. Das heißt, man hat halt hier eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann im Gerät festlegen, für welche Geräte soll überhaupt eine Data Collection passieren. Gibt es Fragen dazu? Seid noch alle dabei, hoffe ich. Ich will nicht am Ende fragen, weil sonst wird es, also wenn Fragen auftauchen, bitte melden, ja. Ja, der nächste Punkt ist die ganze Importiererei. Wie kommt OpenNMS an Nodes? Außer sie manuell anzulegen, das geht natürlich auch. Es gibt generell zwei Dinge. Ich kann einmal vom OpenNMS selbst aus sagen, okay, ich ziehe mir Geräte von anderen Quellen her. Hier ist es ein Beispiel, ein DNS-Server. Oder ich habe eine externe Applikation, die mein Inventory spielt und meine ganzen Inventardaten hält und die schiebt die ganzen Informationen ins OpenNMS rein.
Das wäre quasi die Push-Variante. Das erste Beispiel für die Pull-Variante, DNS-Server, ist relativ einfach. Ich habe einen Bind installiert mit DNS-Zonen und ich aktiviere halt den Zonentransfer für den OpenMS-Server. Das heißt, der Provision D hat einen Adapter, der nennt sich DNS-Adapter und der hat die Möglichkeit, der spricht quasi EXFR und AXFR Zonentransferprotokoll. Das heißt, ich kann halt hergehen und kann meinen DNS-Server nehmen als Quelle und kann den Provision D dazu veranlassen, dass es sich einen Zonentransfer zieht von dem DNS-Server und importiert die alle in einer bestimmten Provisioning Group. Das heißt, das, was dafür notwendig ist, ich muss das halt einmal im Bind konfigurieren, dass ich halt einen Zonentransfer erlauben darf, oder dass ein Zonentransfer erlaubt ist. Und im OpenMS kann ich in dem Provision D halt eine Konfiguration setzen und kann sagen, okay, die Ressource ist DNS, mein Server steht an der und der Stelle, hat die und die Domain und Subdomain und er soll halt über den cron-Job gescheduled alle jeden Tag um 8.47 Uhr einen Zonentransfer machen, alle Geräte, die da drin angelegt sind, im Monitoring bereitstellen. Wir erinnern uns an der Provisioning Group, die wir hiermit angeben, das heißt, die Zone wird quasi in eine Provisioning Group überführt. In der Provisioning Group sind wieder Detektoren hinterlegt und entsprechende Policies und die laufen dann entsprechend wieder auf den Geräten ab. Das heißt, das ist kann eine relativ schöne Sache sein, weil man muss seine Geräte nur noch im DNS konfigurieren und braucht sich dann ums OpenMS erstmal an der Stelle nicht mehr kümmern. Die zweite Sache ist das Pushen. Das heißt, wenn ich von einer externen Applikation Geräte ins OpenMS kriegen will, dann gibt es sogenannte REST-APIs. Also OpenMS hat in der Version 1.8 verstärkt angefangen, REST-APIs einzuführen. Das heißt, um halt mehr aus externen Applikationen auf die Daten im OpenMS zugreifen zu können. Und hier sind einfach zwei Beispiele. Das heißt, letztendlich ist das dann halt eine Applikation implementiert. Man kann das auch mit Curl machen. Ja, also wenn man halt einfach einen URL-Request entsprechend setzt, kann man dann halt im OpenMS entsprechende Geräte löschen, Interfaces löschen oder Geräte neu anlegen. Die ganze Sache funktioniert ziemlich performant. Der Provision D ist, wie gesagt, läuft halt auch als separater Dienst und hat eigene Thread-Pools. Also ich hatte vor 3 bis 4 Wochen einen Import von 27.000 Nodes in ein OpenMS in 1,5 Stunden durch. Also das Ding funktioniert wirklich ziemlich fix. Und durch die Detektoren, die ich halt implementieren oder die Detektoren, die ich konfigurieren kann, funktioniert das halt Ganze relativ automatisiert, ohne dass ich da groß was machen muss. Der nächste Punkt ist eigentlich das Thema Reporting. Reporting ist eigentlich auch immer sowas, ich bin da irgendwie so nebenbei reingerutscht eigentlich. Ich hatte 2008 mit der Jasper Server Implementierung im OpenMS angefangen, über den Webserver. In der Version 1.8 ist jetzt die Jasper Report Engine komplett integriert. Also wir haben nicht den Jasper Server parallel laufen, sondern das ist bei uns in der Web-Applikation komplett mit drin, weil Jasper läuft auch in Java, also es war relativ einfach, die Jasper Report Library zu integrieren. Und wir haben halt dadurch halt noch so ein paar Vorteile rausgefunden, wie man halt zum Beispiel auch auf die RED-Daten aus dem Jasper Report zum Beispiel zugreifen kann. Das macht uns ein paar Sachen einfacher, wenn wir die Jasper Report Engine direkt mit ausliefern. Reporting ist letztendlich irgendwas im OpenMS, was Jasper Reports ist. Das ist eigentlich so der heiße Scheiß in der Open-Source-Community irgendwie gerade. Weil es halt eine freie Reporting-Engine ist, mit der man relativ schnell zum Ziel kommt. Alles andere fällt bei OpenMS allerdings auch noch das, was auf die RED-Graphen läuft. Also alles, was mit RED zu tun hat, läuft halt auch unter Reporting. Das heißt, diese ganzen Graphen, die man halt sieht, kennt man ja, ist ja letztendlich bei PNP alles ziemlich genauso. Ja. Das heißt, das fällt beim OpenMS noch unter Reporting. Das sind alles Performance-Daten, die ich halt darstellen kann. Das Ganze läuft halt auf RED-Tool, das heißt, letztendlich ist das wie bei PNP oder wie bei CollectD, muss man sich halt hier mit RED auseinandersetzen. Es gibt halt eine kleine Erweiterung, wir können das halt auch noch im Jasper Reports verwenden.
Das heißt, wir haben einen Adapter noch geschrieben, der es halt möglich macht, die Datenquellen von RD auch noch in Jasper anzuzeigen. Das heißt, wir können die Daten von SQL und RD mischen. Das heißt, man kann die halt in mehreren Reports ineinander mischen, die Daten oder die Informationen und darstellen. Das heißt, bei uns steht dann halt hier in der Query Language kein SQL drin, sondern in ein RD-Export-Kommando. Ansonsten, ja, bei Jasper oder bei iReport ist es eigentlich relativ straightforward. Man legt sich sonst eine SQL-Connection an, hat dann halt sein SQL drin stehen und kann sich dann halt verschiedene Datasets anlegen und Subreports und das ganze Zeug dann anlegen. Ja, wie sieht es eigentlich aus? Es gibt in OpenMMS natürlich zwei XML-Files, in denen man das editieren muss, wäre sonst langweilig. Und zwar kann ich halt meine Jasper Report Templates halt einfach im OpenMMS, gibt es ein ETC Report Template Verzeichnis, da schiebe ich die JXML-Files rein und dann konfiguriere ich hier zwei Einträge. Ein Eintrag ist für die Web-UI, dass die Web-UI das anzeigt, und der andere definiert das Jasper Report Template. Warum zwei Files? Ganz einfach darum, wir haben im Hinterkopf, dass es nicht nur eine Jasper Report Engine gibt, es kann auch andere Report Engines geben. Das heißt, es gibt halt eine Jasper Reports XML, es könnte auch irgendwann mal eine Bird Report XML geben und dann ist dann halt die Bird Engine da drin implementiert. Und oben, das ist quasi nur für die Web-Oberfläche. Also das heißt, wir versuchen uns bei OpenMMS immer ein bisschen Gedanken zu machen, halt auch Sachen zu ersetzen oder erweitern zu können, ohne dass es halt groß Stress gibt. Wie sieht das Ganze aus? Also man kann dann halt sagen, okay, ich habe jetzt meinen Interface-Report als PDF, das heißt, ich kann den halt als PDF wegmailen oder als zustellen lassen, und von der Sache her sind das dann halt die Folien, die man halt braucht, um halt ein bisschen CIO-Porno spielen zu können und Reports zu bauen. Wir haben von der Sache her sehr viele Reports schon mittlerweile drin, also die werden ständig erweitert. Es sind auch viele von der Community dabei, die halt Reports beitragen oder mit Reporting dazu beitragen. Von der Sache her ist es eigentlich, also man könnte sich da noch ein bisschen mehr austauschen. Eigentlich die Singa-Leute machen auch sehr viel mit Jasper Reports, also auch gerade das Thema, was SLA-Reporting angeht. Da könnte ich mir vorstellen, könnte man sich, glaube ich, nochmal gut ergänzen an der Stelle, weil alles, was SLA-Reporting angeht, der Michael Lüben macht nachher, glaube ich, auch einen ziemlich guten Vortrag über das SLA-Reporting. Also da gibt es eigentlich ähnliche Problemstellungen, Problemdomänen, die wir da behandeln muss. Ja. Also von der Sache her ist da, kann man sich ganz gut voneinander was lernen. Ansonsten machen wir halt Reporting über die diversesten Daten halt von OpenMMS. Wir haben halt noch Inventardaten da drin. Das heißt, wenn man halt hergeht und importiert halt die Maintenance Contract Informationen in die OpenMMS-Datenbank mit rein, kann man halt über Jasper halt irgendwelche Reports erstellen, die halt anzeigen, wann laufen in den nächsten 12 Monaten irgendwelche Reports, welche Maintenance-Contracts aus. Das ist eigentlich alles das, was halt so den CIO interessieren könnte, um halt irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich verwenden wir das Reporting aber auch intern zur Analyse. Also ich verwende die halt, wenn ich eine größere OpenMMS-Installation komme, dann habe ich mir halt paar Reports zusammengebaut, die mir halt anzeigen, wie das System tickt. Da geht es dann halt darum, wie viele Events laufen rein, wann waren irgendwelche Event-Peaks, wo kamen die her, kamen die von Syslog, SNMP-Traps oder was auch immer, um halt rauszufinden, wo halt teilweise halt auch Probleme im Monitoring sein könnten, wenn ich halt irgendwelche Server habe, die halt ganz viel Events produzieren. Damit wäre erstmal für mich das Thema erledigt. Ich würde gerne fragen, ob es irgendwelche Unklarheiten gibt oder irgendwelche Dinge gibt, die Ihnen auf der Seele brennen zu dem Thema. Keine Fragen? Doch, ja. Fangen Sie mal an. Gibt es eine Schnittstelle zu Nagios, dass man zum Beispiel seine Netzwerkgeräte mit OpenNMS monitoren könnte und mit Nagios eben halt seine Server, dass man eben halt eine Verbindung trotzdem da? Ja, man könnte zum Beispiel hergehen und könnte zum Beispiel sagen, okay, ich mache mit meinem Nagios monitore ich meine Server, weil ich da halt schon relativ viel implementiert habe. Man kann halt sagen, entweder, also man muss sich dann überlegen, wer halt oben steht. Also entweder man sagt dann halt, okay, das OpenNMS schiebt seine Informationen in Nagios, oder umgekehrt. Also das heißt,
ich kann im OpenMS habe ich eine relativ einfache Schnittstelle. Das ist einfach also im einfachsten Fall ein Perl-Skript, das heißt einfach Send-Event. Diesem Send-Event kann ich halt eine Event-ID mitgeben und kann dann halt meine Parameter mitgeben und kann halt aus dem Nagios zum Beispiel halt einen entsprechenden, die Events halt hochtriggern ins OpenMS, indem ich halt dieses Send-Event-Perl-Skript verwende zum Beispiel. Oder man macht es halt so, dass man halt sagt, okay, das Nagios steht halt oben und ich mache halt die Teilmenge nur mit OpenMS. Dann kann ich halt über Notification oder Event-Händler kann ich halt die Events halt ins Nagios triggern, dass ich halt dann im Nagios halt irgendeinen Status oder irgendwas down setzen kann vom OpenMS aus. Das geht genauso. Das heißt, im OpenMS gibt es halt relativ viele Schnittstellen für die Notification. Das heißt, die Notification kann halt auch mit eigenen Skripten erweitert werden oder ich kann halt auf den Eventbus halt direkt auch Skripte triggern lassen. Also auf der Kommandozeile. Und damit würde ich dann halt entsprechend eine Statusänderung auch noch im Nagios hinkriegen. Ja. Sonst noch Fragen, ja? Ist das rein zum Monitoring jetzt gedacht oder kann ich aktiv die Konfigurationen von den Netzwerk-Devices ändern? Also ja, es ist rein zum Monitoring gedacht. Der SNMP-Support, der da drin ist, also es ist eine SNMP-Library, die da implementiert ist, die nennt sich SNMP4J, also SNMP4Java. Die kann auch SNMP, also die ist quasi eine komplette SNMP-Implementierung in Java, also die kann alles. Im OpenMS ist aber momentan nur Monitoring, also nur passives Rausziehen von Informationen implementiert. Die Library gibt es aber her, also die implementiert ist. Sonst noch Fragen? Alle sprachlos, alle glücklich. Ja, ansonsten, ich habe alle wichtigen Links, die mal zusammengetragen, die relevant sind. Alles, was eine interessante Stelle ist, sind die White Papers. Also wir haben so ein paar White Papers zu schreiben. Also auch gerade was externes Scripting angeht, also wenn man externe Skripte in OpenMS einbinden will, das Provisioning ist da relativ gut beschrieben. Die findet man auf der White Paper Seite von dem OpenMS Wiki, die ist interessant. Die Implementierung von Jasper Reports, die auf die RD-Data Sources zugreift, ist ebenfalls beschrieben. Das Wiki ist relativ schwierig zu durchsuchen, deswegen schiebe ich die Links raus. Es gibt zum Beispiel auch einen interessanten Ansatz, zum Beispiel, ich glaube, wie gesagt, Isinga verwendet ja auch Jasper Reports, also die könnten sich zum Beispiel auch angucken, wie sie auf die RD-Data Sources kommen, weil der Quellcode liegt ja letztendlich frei. Das heißt, von daher an der Stelle könnten wir da halt irgendwo sich was Sinnvolles austauschen. Ansonsten, alles was Reporting angeht, habe ich noch zwei interessante Links gefunden, die relativ gut weiterhelfen. Zu dem Jasper-Reporting-Thema hatte ich auf einer User-Konferenz mal einen Workshop gemacht, der ist auch komplett da drin. Also da können sich auch die Isinga-Leute angucken, wie Jasper-Reports generell funktioniert, weil das Prinzip einfach gleich ist. Ja, also Jasper-Reports oder iReport funktioniert für Isinga genauso wie für OpenMS. Also von daher können die sich auch den Workshop gerne angucken und sich da irgendwie weiter tummeln. Ja. Ansonsten wäre ich für meinen Punkt erstmal soweit fertig. Die Präsentation ist als PDF da, kann dann runtergeladen werden. Und da ich keine Werbung mehr machen darf, würde ich sagen, lassen wir es soweit. Und würde sagen, danke, dass ich hier die Präsentation machen durfte.